So. So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 2. Ja. Sind alle beide wieder da? Ja, so wie es sich gehört. Stacheln. Die gehören sich allerdings so nicht. Okay. Ja. Was ist das? Ich hab das schon mal irgendwo im Video gesehen, aber ich hab's wirklich für machbar gehalten. Da kannst du jetzt nicht sagen, what the fuck, sondern da kannst du sagen, what the fuck. Ja, also ich bin, man hört, leicht erkältet. Leicht. Und ich hab einen Fehler gemacht bei der Sortierung von Aufnahmedateien. Somit sind uns einige abhanden gekommen. Eigentlich alles. Wir müssen alles nachdrehen und ich habe noch einen Spielstand vom ehemaligen Spiel und bis dahin spielen wir dann. Und ab da wird es dann wieder richtig, sage ich mal. Mhm. Aber erst mal bis dahin kommen, wa? Ja, yep, genau. Erstmal wieder drauf kommen. Ja, so. Eigentlich gar nicht. Weil jetzt, wenn du da runter bist, nämlich schon wieder da. Da unten ist im Moment erst gar nichts. Du musst mal runter. Also hinab. Runter. Aber da rückwärts. Das kostet zu viel Kraft. So. Und jetzt machen wir es uns ganz einfach. Tada! Und ab jetzt sind wir wieder beim Originalaufnahme. Genau. So, ich werde Hebel ziehen. Und diese Waffen halte ich für ein bisschen idiotisch in solchen Situationen. Du bist tot. Ich habe solche Waffen immer genutzt. Ja, trotzdem idiotisch. Schau die Videos an. Mein Bruder nervt mich gerade. Yay. Ein illegaler Zuschauer und ich bin tot. Yay. Ich bin echt angeschlagen, das merkt man. Ich spiele scheiße, ich rede scheiße, ich bin scheiße. Ah nee, das ist jetzt blöd. Moment eben. Ups. Das war scheiße. Das ist scheiße. Boah, fuck. Stimme ist mies, Aufnahme ist mies, mein Können ist noch mieser. Oh, wieder. Upsala. Messerwerfer. Ihr Job, sie werfen Messer. Das war meine Nase. Oh, ey. Guter Stoff. Ja, mit dem. Das ist bloß ein kleines. Du scheinst gegen die Typen zu kommen. Oh ja, tut auch. Also, solltet ihr mich hier spielen sehen, wir sind gerade wirklich dabei, also wir arbeiten gerade wirklich dran, dass es irgendwie hinhaut, dass wir das Ganze mal umdrehen, weil ich habe ja leider keinen festen Rechner, sondern bloß einen Laptop. Damit ist das Ganze, die ganze Sache nicht ganz so einfach, aber wir arbeiten dran. Und, ja, dann werdet ihr mich hier auf keinen Fall mehr mit Pistolen sehen. Das verspreche ich. Ja, ich versuche so nachzustellen, wie es vorher war, daher schön originell. Mit Pistolen, wie wir es von mir kennen. Und im Reihen zwei simple Saltos zum Ausweichen. Mein PC, also wenn ich jetzt an meinem großen PC zurückdenke, dann wäre er sicherlich schlau genug, irgendwann auf meine Taktik zu kommen und mich trotzdem zu treffen. Irgendwie habe ich da das Gefühl, mein PC denkt mit. Ja, so erstmal Munition sammeln. Aber nicht außerhalb von den Kasten gehen, sonst erwächst du gleich die anderen Freunde zum Leben. Ich mach's die anderen Freunde jetzt übrigens genauso platt wie beim letzten Mal. Falsche Waffe. Was brauchst du denn? Die. Abspeichern, wie wär's? Direkt nach seinem Untergang. Speicherlein. Und zwar speichern wir auf den ab, wo wir das letzte Mal gespeichert haben. Nämlich die alten Aufnahmen. Yay. Habe ich auch das City überhaupt gestartet? Weißt du das? Hä? Habe ich auch das City gestartet? Ich weiß es nicht. Verdammt. Wenn nein, dann ist jetzt blöd.
dann müssen wir das Ganze nochmal nachsynchronisieren. Ja. Als ob wir nicht eh schon genug Arbeit hätten. So, dann nutze ich doch eben die Sterbesequenz, um nachzugucken. Ja, läuft. Gut. Und Lara ist tot. So tot. Da war die Maus im Bild. Das ist peinlich und unprofessionell. Stirb doch endlich! Das klingt auch gut. Stirb doch endlich! Ja, so, der ist tot. Ich speichere. Und jetzt hast du nur noch einen zum Aufwecken bringen. Zum Aufstehen. Und das Miese ist, den musst du direkt vor die Nase latschen. Ah, super, kann ich eh noch im Ausraum. Hallo, aufstehen! Okay, erstmal. Den Rückwärtssalto hielt ich nicht. Genau deswegen nicht für angebracht. Man fällt sonst in die Lava. Ja, ich habe jetzt ohne Rückwärtssalto es geschafft, in die Lava zu fallen. Ja, das schaffe ich hier auch. Das ist bescheuert. Ich mag diesen Lavafluss nicht sonderlich. Aufstehen. Guten Morgen, Frühstück. Vielleicht ein unnötiger Kommentar von deinem Bruder. Genau. Ah, ich bin tot. Daher interessiert es keinen. Ach, Jupp. Ja, und jetzt fällt es mir erst auf. Ich habe die Stoppuhr gar nicht gestartet. Ich sage einfach mal, wir haben jetzt... Ich werde auch einmal ohne zusammenbringen. Aber ich sage jetzt einfach mal, wir haben 5 Minuten gemacht, wa? Sagen wir mal, jo, kann so sein. Sagen wir mal so 5 Minuten. Jupp. Dann warte ich, bis die Stoppuhr jetzt 10 anzeigt und dann haben wir es, wa? No, dann kriegen wir das schon alles irgendwie auf die Reihe. So, und jetzt versuche ich den mal wirklich umzubringen, ohne dabei zu sterben. Am besten mit Hilfe von sowas. Genau, immer gute Idee. Hast du jetzt genug gekriegt? Ups, das war blöd. Aber er ist weg. Uchi! Gibt's noch hinter ein? Dem war ein Hebel, hinter dem war ein Hebel. Da waren 2 Hebel. Speichern, nicht vergessen. Speichern. Alter Speicherfuchs. So, und Tür ist geöffnet. Oh, ich weiß noch, Obachter ist ein Rowdy. Ich weiß noch, wie wir damals bis hier, also bis zur letzten Nachaufnahme aufnehmen mussten. Und dabei sind 40 Minuten draufgegangen. 40 Minuten, um zu der Stelle zu kommen, von der man nachaufnehmen kann. Obachter, gibt's noch einen Messerwerfer? Ich weiß. Ja, könnte ja mal sein, dass man was vergessen hat. Ja, den habe ich diesmal nicht vergessen. Ich hasse es nämlich, wenn Feinde mich überraschen. So, und Problem gelöst. Medipack. Und Automatik-Ammo. Weißt du, was immer das Witzige war? Ich wollte immer die Automatik leer schießen. Und als ich dann allerdings auch in dem Tempel des Xian noch Munition dafür gefunden habe, habe ich dann irgendwann aufgegeben. Weil die Dinger waren mir immer sowas von zu wenig Nütze. Jetzt gibt's noch den Trick. Erinnerst dich aus dem ersten Mal spielen? Genau. Jetzt reichen wirklich Pistolen. Allem anderen vergeudet man hier bloß unnötig Munition. Ja, und das zieht sie jetzt hin. Ja, das, aber der Trick finde ich ganz schön, weil du musst dich gegen 2 solche nicht einfach so hinstellen. Na, jetzt kommt's doch her, ihr Viecher. Da kannst du wirklich bis vor an die Tür gehen, die erwischen, oder wirklich bis fast vor an die Tür gehen, die erwischen dich nicht. Auch wenn's danach aussieht. Die erwischen dich nicht, gell? Bisher noch nicht. Aber du triffst ein bisschen mehr. Auch wenn es nicht viel ist, aber man trifft ein bisschen mehr. Ab hier treffen sie. Moment mal ganz kurz, muss mal kurz weg, ja. Okay. Und das zieht sich jetzt hin. So, okay, der erste ist weg. So, und jetzt geht's genauso weiter beim zweiten. Bam, bam. Bäm, bäm. Wie so ein Herzschlag. Lara schießt mit ihrem Herzschlag. Ja,
ist schön rhythmisch, ne? Das spricht für einen gesunden Körper. Ja. Wie geht das zu der, wie weiter gerade ist? Oh verdammt, ich hab wieder so Kribbel in der Nase. Bullshit. So, Tür wird geöffnet. Spiel wird gespeichert. Spiel speichern, ja! Die anderen kann ich irgendwie richtig gut kommentieren, nur hier fällt mir neben Kombi ein. Das ist auch blöd. Na gut, nicht so ganz blöd, nur ein bisschen so, wa? Aber ich weiß noch, dass es hier hochgeht. Und ich weiß, dass es hier noch mal ein paar kleine Schwierigkeiten gab. Ich glaube, Schwierigkeit Nummer 1 sieht man jetzt. Ja, da hatten wir Schwierigkeit Nummer 1 und das muss man gleich zwei oder dreimal machen. Gut, dass ich gespeichert habe. Ich weiß noch, früher so selten gespeichert und so viel immer nachdrehen müssen, also nachlaufen und oh, schön. Gut, dass es wenigstens in der Hinsicht eine kleine Besserung gab. Soweit ich weiß, muss ich jetzt hier rüber? Ja, musste ich. Ich glaube, darum werde ich gleich übrigens wieder empfangen von einem guten Freund. Bin mir aber jetzt nicht mehr so sicher. Hab einfach zu lange nicht mehr gespielt. Ja, oh, es hat sogar geklappt. Und hoch und hoch und hoch. Unten sehen wir noch die Lava. Und unseren Schatten. Und schräge und hüpfen. Sag dich doch, da kommt noch ein Freund. Upsala. Beinahe Blödsinn gemacht. Das heißt erstmal den Messerwerfer ausweichen, indem man nur Steuerung und Alt drückt. Ist ganz simpel. Stell ich die hier hin und drück Steuerung und Alt. Das war's. Autsch. Da hat er tatsächlich getroffen. Oh, ich lande genau in den Klingen. Das ist nicht gut. Die tun nämlich weh. Und wer hat schon gerne Schmerzen? Also ich gehöre definitiv nicht dazu. Oh, der hat Munition für mich. Auch noch von meiner Lieblingswaffe. Ja. Wie glaube ich, sage ich für die gute Schrotflinte. 11. Nicht ganz eben viel, aber auch nicht wenig. Da wird erstmal wieder gespeichert. Ach ja. Wir sammeln ja auch alle Secrets. Und ich erinnere mich jetzt ans Schlimmste. Nämlich hier lang. Puh. Irgendwie war es ganz kompliziert hier unten rum oder so. Ah ja, genau. So kommt man zurück. Und so komme ich unten rein und da ist dann, wenn ich was sehen würde, Licht. Ah, Licht. Hier haben wir dann das Secret. Hoch und nochmal hoch und rum. Und da haben wir es schon. Yay. Mit Granaten. Und wer es erkennt, hier haben wir wieder die Brücke vom erstmal sagen Nachdreh. So, wieder da. Welcome back. Danke. Habe auch gerade das Secret gesammelt, so wie es sich gehört. Ich hab's gesehen, ja. Hey, das hat sie noch gesehen. Jetzt aufpassen. Ja, ich hab mir in dem Moment gerade mein Headset geholt. Ah, du machst das auch nicht mit Headset, ich mach das mit einfachem Mikrofon. Hahaha. Somit kann man automatisch auch wieder den Unterschied an Equipment erkennen. Ach ja, habe ich ja vergessen. Muss ich die ja ganz geschickt machen. So, das ganz geschickt ist eigentlich ganz easy. Sprung, Sprung, drauf, fertig. Hallo. Und dann beenden wir eben noch das Level. Und somit hätten wir den Level. Auch schön. Yay. Und das unter einer Stunde. Super.
Und mit allen drei Geheimnissen. Genau. Mensch, die sich auch alle drei gesammelt. Also warum sollen nicht alle drei da sein? Ja, weil wir im Nachdreh eigentlich nur eins gesammelt haben. Ja, aber trotzdem. Ja, also das andere hatten wir ja jetzt aufgrund, dass wir auf eine alte Aufnahme zugegriffen haben, erhalten. Ich habe auch Black Screen. Jetzt habe ich es nicht mehr. Genau. Medipack! Munition! Juhu! Hort des Drachen! Speichern! Joa, und ich glaube, da rein gehen wir erst im nächsten Part, wa? Genau. So wird es vielleicht ein bisschen eng. So, oh, also. Scheiß McAfee. Man sieht sich im nächsten Part. Tschüss. Ciao.